Dietlen Biesterfeld ist die SPD-Kandidatin für die Landratswahl in Teltow-Fläming. Wahltermin ist der 26. September zusammen mit der Bundestagswahl. Nun stellte sie im Luckenwalder SPD-Bürgerbüro ihr Wahlprogramm vor. Zusammen wachsen ist es getitelt. Und dazu gehört eben, dass unser urbaner Raum, vorwiegend im Norden, aber auch um die Städte der mittleren, die mittleren Städte herum gebildet und unser ländlicher Bereich, dass die zwar unterschiedlich entwickelt sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben, dass aber die Stärkung der Bereiche jeweils auch eine Stärkung des anderen Bereichs sein kann, dass man das nicht als Gegensatz sehen muss. Dietlen Biesterfeld ist 53 Jahre alt, Juristin und seit 2018 Beigeordnete und Dezernatsleiterin in der Kreisverwaltung. Sie ist Mitglied im SPD-Ortsverein Blankenfelde-Marlow und lebt auch in der Gemeinde. Im Herbst vergangenen Jahres wurde sie mit 99% der Stimmen auf einem Parteitag des SPD-Unterbezirks für die Landratswahl nominiert. Sie ist bereits seit 30 Jahren Mitglied, über 30 Jahren Mitglied in der SPD. Sie hat Erfahrung in der Verwaltung. Sie ist lange Richterin gewesen. Sie kann ein Team zusammenhalten, sie kann ein Team aufbauen, was natürlich auch sehr wichtig ist. Sie kennt den Landkreis, sie liebt den Landkreis und sie möchte, glaube ich, mit dem Landkreis zusammen auch noch wachsen. Um das Wahlprogramm aufzustellen, habe sie viele Gespräche mit Menschen aus dem Landkreis geführt, sagt die Landratskandidatin. Mit politischen Verantwortlichen ebenso wie mit Unternehmerinnen und Unternehmern oder ehrenamtlich Aktiven. Für Dietlen Biesterfeld habe der Landkreis viele Stärken, vor allem wirtschaftlich. Aber es gäbe eben auch noch viele offene Baustellen. Es gibt eine ganze Menge Bereiche, in denen wir unsere Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger noch verbessern können. Wir können als Verwaltung schneller werden, wir müssen als Verwaltung schneller werden, wir können noch besser ansprechbar sein und es gibt auch öffentliche Leistungen, die noch sehr zu wünschen übrig lassen. Engere Zugtaktungen, bessere Busanbindungen und mehr Radwege. Es geht laut Wahlprogramm unter anderem aber auch um die modernere Ausstattung von Bildungseinrichtungen, um mehr kommunalen und sozialen Wohnungsbau. Ebenso um das alles umfassende Thema Digitalisierung. Wir möchten, dass die Bürgerinnen und Bürger Verwaltungsgeschäfte quasi vom heimischen Sofa aus erledigen können. Aber wir möchten auch alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Und wir möchten auch, dass die Menschen Räume haben, wo sie sich treffen können. Und das merkt man gerade jetzt in der Corona-Krise. Es fehlt uns. Wir sind alle soziale Wesen. Wir möchten uns treffen. Und wenn wir zum Beispiel Präsenzbibliotheken jetzt wieder in allen Orten hätten, dann könnten das gleichzeitig auch Räume sein, in denen Bildungsangebote stattfinden, Kulturveranstaltungen stattfinden, wo Jugendliche sich treffen können, wo Senioren sich treffen können und wo sozialer Austausch stattfindet, und zwar direkt vor Ort von Mensch zu Mensch und ohne eine Videokonferenz. Dietlen Biesterfeld möchte als Chefin der Kreisverwaltung auch die Zusammenarbeit mit den Kommunen verbessern. Für die anstehenden Aufgaben sieht sie sich gut gewappnet, auch mit Blick auf ihre berufliche Vergangenheit in der Justiz. Also als Richter hat man ganz oft mit unterschiedlichen Interessen zu tun und unterschiedlichen Parteien. In solchen Konfliktsituationen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sieht, was ist das Interesse des Einzelnen, was und wie kann man diese Interessen miteinander in Einklang und in Ausgleich bringen. Und das hat mir sehr viel insgesamt gegeben, was ich jetzt auch in der Verwaltung gut verwenden kann.